Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt Themen in der Politik, das sind Jahrtausendthemen, weil sie in jedem Zeitalter und in jeder menschlichen Gemeinschaft von Relevanz sind und dann zu immerwährenden Auseinandersetzungen führen. Dazu gehört das Thema der Freiheit. Anders als im technischen Bereich zum Beispiel gibt es hier keinen bestehenden und andauernden Fortschritt. Freiheit kann nicht für immer als gesichert gelten. Jede Generation muss die Freiheit wahren und gegebenenfalls wiederherstellen. Bis vor einigen Jahren war ich der Meinung, dass ich mich da selbst bequem zurücklegen könnte, weil ich in diesem Land seit meiner Kindheit Freiheit als normalen Zustand erfahren durfte. Freiheit im Denken, Freiheit im Handeln, Freiheit in der Lebensgestaltung. Und während die Freiheit der Lebensgestaltung und des Handelns so manchen Einschränkungen durch die Wirklichkeit unterliegt, kann die Freiheit des Denkens einen viel weiteren Bogen schlagen und erst da eine Eingrenzung erfahren, wo das Verbrecherische beginnt. Leider aber befinde ich mich heute in einer Zeit, wie ich sie nur aus der Geschichte kenne. Gerade die Freiheit des Denkens erfährt heutzutage wieder durch willkürliche Grenzziehungen eine derartige Einengung ihres Gebietes, das ganze Wirklichkeitsbereiche vom dialektischen Denkprozess ausklammert und da nur anhand von Glaubensgrundsätzen ausgemessen wird. Die AfD-Fraktion hatte bereits im November 2019 einen Antrag eingereicht, in dem auf die Einschränkung der Meinungsfreiheit in den Universitäten hingewiesen und die Regierung aufgefordert wurde, alles zu tun, um die Universitätsleitung bei der Aufrechterhaltung der Lehr- und Wissenschaftsfreiheit zu unterstützen. Der Antrag trug den Titel »Die Geister, die ich rief, der Generation Antifa an den Hochschulen muss Einhalt geboten werden«. Das war der Titel. Und mit diesem Titel wurden auch gleich die Akteure benannt, die offensichtlich die Meinungsfreiheit an den Universitäten bestreiten und missliebigen Wissenschaftlern sogar mit Gewalt drohen. Es gingen bereits damals verschiedene Angriffe auf Wissenschaftler durch die Presse. Ich nenne nur in Berlin Barbarowski und Münkler, in Frankfurt Schröter, Schönecker in Siegen und in Hamburg damals Lucke, der wieder zurückkehrte an seine Universität. Sie haben, wie es Ihre Art leider ist, das muss ich leider so sagen, nur abwiegelnd, ja zum Teil höhnisch auf diese Problemstellung geantwortet. Da sprachen Sie in Richtung der Antragsteller von Taschenspielertricks, von Verdrehung der Fakten, von sekundärem Analphabetismus und andere Redner von Ihnen wollten uns entlarven. Also wieder einmal haben Sie ein drängendes Problem negiert und stattdessen in Ihrer Hilflosigkeit den Antragsteller beschimpft, anstatt sich dem Problem zu stellen. Dabei haben Sie einfach nicht sehen wollen, dass der AfD-Antrag bestehende Probleme aufgenommen und ins Parlament gebracht hat. Und nun greift der vorliegende Antrag noch einmal ein Problem auf, das in der Wirklichkeit existiert, das von Ihnen weiterhin offensichtlich negiert wird und einzig von der AfD-Fraktion aufgenommen wird. Offenbar ist der Druck auf viele Wissenschaftler und an den deutschen Hochschulen und Universitäten mittlerweile so groß geworden, dass sich nun 72 von Ihnen an die Öffentlichkeit trauen und mit der Gründung Netzwerk Wissenschaftsfreiheit eine Organisation gegründet haben, die sich gegen die weitere Einengung der Wissenschaftsfreiheit entgegenstellt. Und mittlerweile sind es 200 Wissenschaftler, die diesem Netzwerk beigetreten sind. In ihrem Manifest stellt das Netzwerk fest, ich zitiere, wir beobachten, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt werden soll. Wir müssen vermehrt Versuche zur Kenntnis nehmen der Freiheit von Forschung und Lehre, wissenschaftsfremde Grenzen schon im Vorfeld der Schranken des geltenden Rechts zu setzen. Einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente verwerflich sind. Damit wird der Versuch unternommen, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren. Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden. Auf diese Weise wird ein Konformitätsdruck erzeugt, der immer häufiger dazu führt, wissenschaftliche Debatten im Keim zu ersticken. Zitat Ende. Der Antrag der AfD greift diese Problembeschreibung auf. Ich hoffe, die anderen Parteien werden sich nun mit größerer Ernsthaftigkeit als vor 1,5 Jahren diesem Problem widmen und es nicht wieder mit Sottisen gegenüber dem Antragsteller herunterreden. Die Wissenschaftsfreiheit hätte es verdient, dass sich der Wissenschaftsausschuss ernsthaft mit dem Problem beschäftigt. Der Einsatz für die Freiheit ist von entscheidender Bedeutung für das individuelle Wohlbefinden, für die Entwicklung von Kreativität, Fortschritt und vor allem, und das scheint mir das Wichtigste zu sein, sie ist wichtig, Fehlentwicklungen bei Zeiten zu identifizieren, zu definieren
und letztlich stoppen zu können. Ich hoffe zumindest auf eine fundierte Debatte im Ausschuss und freue mich auch da schon drauf. Vielen Dank.